Ich habe privat weitergespielt, deswegen ist das hier alles so laut. Kann ein bisschen hoch, das kann ein bisschen hoch, das kann ein bisschen hoch. Anwenden. So, deswegen unten ist einmal, wenn ihr auf die Infoseite geht, einmal eine Umfrage. Die geht so lange, bis Witcher 3 beendet ist. Neue Sound Alerts habe ich eingefügt. Und ja, dann halt die Frage des Tages. Ich bin gleich soweit. Ich kann gleich wieder auf den Chat achten. Ich muss hier gerade erstmal sämtliche Sachen wieder umstellen. Weil ich das Spiel lange jetzt nicht mehr im Stream hatte. Jetzt ist die Frage, wollen wir einen Herausforderungszoo machen, also einen ganz normalen Offline-Zoo, oder wollen wir einen Online-Zoo erstellen? Also den im Franchise-Modus. Warum wusste ich, dass das als erstes herausgefunden wird, dass das neu ist? Ganz klar, Erdmännchen. Echt? Erdmännchen? Was? Doch, doch, bei uns haben wir auch Erdmännchen. Die sind bei uns im Zoo direkt bei so einer Safari-Bootstour. Sind eigentlich auch ganz süß, ja. Doch. Der Wolf. Ja, doch, doch, Wölfe haben auch was. Bei mir sind es tatsächlich Löwen. Löwen und Tiger. Aber ich glaube, es war auch klar, dass es bei mir Katzen sind. Aber. Brutus! Ach komm! Das Vanilleblatt, ey. Sag mal. Das ist wirklich. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ah. So. Ich würde sagen, wir machen Franchise wieder. Ich glaube, das kommt, glaube ich, ganz gut. Neue zu erstellen. Wir bleiben mal bei gemäßigt. Gehen wir einfach mal auf leicht. Ich bin eh zu blöd, um den Zoo zu führen. Jahreszeiten. So. So. Beim Jahreszeitenzoo möchte ich das jetzt übrigens so machen. Also ich möchte mit Frühling anfangen, dann halt Sommer, Herbst, Winter. Und ihr dürft mitentscheiden, welche Tiere zum Frühling gehören, welche zum Sommer gehören, welche zum Herbst gehören und welche zum Winter gehören. Das könnt ihr mir da gern über so zwischendurch mal schreiben, wenn wir ein neues Gehege machen. Ihr dürft euch zumindest jetzt erstmal ein Frühlingstier aussuchen. Wenn ich euch hier die Zoopedia zeigen soll, dann könnt ihr das gerne sagen. Ja, aber gut, das Grönen dann. Oh, scheiße, ja, stimmt. Die Abgottschlange. Ist direkt hier als erstes. Wüstenfüchse. Stimmt, die Wüstenfüchse sind auch toll. Ich weiß gar nicht, haben wir die schon mal im Zoo gesehen? Das ist gar nicht. So, ich werde erstmal ganz kurz hier mit dem ganzen Anfang hier. Anfang. Wortwitz. Wir haben alle gelacht, nicht? So. Ich werde einmal hier kurz alle Bäumchen entfernen. Die brauchen wir alle nicht. Jo. Ah, das Schwierigste ist immer der Anfang. Wie mache ich? Wie machen wir? Mit welchem Weg machen wir? Wo machen wir? Was tun wir hier? Aller Anfang ist schwer, ja wirklich. Gut, das hier sieht eher ja, sommerlich aus, würde ich sagen. Das hier wäre dann gefrorene Eisweg, könnte eher Winter sein. Ich möchte ja auch so die Dekoration so relativ, ja, jahreszeitenmäßig haben. Ja, was ist denn frühlingshaft? Ein natürlicher Weg? Aber für den Anfang ein natürlicher Weg wäre auch. Können ja erstmal hier ganz normal Asphalt machen. Bis wir zu den Gehegen kommen.
Bist du jetzt zu zaubern oder zu philosophieren? Für beides. Ja, technisch habe ich keine Ahnung. Naja, man kann es ja so sehen. Der Frühling ist ja aufblühend, also ja, mit vielen Blumen und relativ hell gehalten. Sommer könnte halt, ist jetzt so mein Gedanke gewesen, könnte halt so, ja, wüstenmäßig sein. Für Herbst habe ich keine Ahnung, bin ich ehrlich. Und ja, Winter halt so Eisbär, gefrorenes Eisgut, Schnee, Kram, Gedöns. Natürlich auch mal so Tycoon Manager Planet nebenbei. Ja, mach das. So. Ich hoffe nur, dass die Kamera jetzt nicht allzu sehr im Weg ist. So gut muss ich sie auch noch umstellen. Gut, sowas hier könnte zum Beispiel auch Herbst sein, finde ich. Weil das so orange gehalten ist. Eisgut, Schneekram, Gedöns. Ja, mein Gott, wie ist da gerade nichts Besseres eingefallen? Das hier könnte zum Beispiel auch zum Herbst gehören. Das sind halt auch eher so rote Farben. Ja, wir machen erstmal weiter hier mit dem Asphaltweg. So. Aber doch, ist schon richtig. So. Was ist bald so? Wobei. Stimmt, ich hatte neulich was ausprobiert. Kriege ich das wieder hin? Ja, kriege ich. Sieht das gut aus? Sieht das gut aus? Bin es später eventuell scribbelt. Könnten wir auch machen. Nur denkt auch daran, dass wir ganz, ganz spät. Scheiße, jetzt habe ich was vergessen. Wo ich es gerade sage. Dass wir ganz, ganz später noch was anderes spielen. Wenn Froschus dann weg ist. Wo ich jetzt gerade mal gucken muss. Sonst muss ich zwischendurch nämlich einen Cut machen. Im Stream. Ist es? Bitte sagt, dass es geupdatet ist. Bitte sagt, dass es geupdatet ist. Das erste Mal, dass ich es vergessen habe. Weiß nicht. Okay, es ist geupdatet. Oh Gott sei Dank. Mehr brauche ich nicht wissen. Das wird ein Parkplatz. Das wird doch kein Parkplatz. Das ist doch schon der Eingang. Klappt das eigentlich, wenn ich das aufhebe? Okay, was sieht besser aus? Sieht das so besser aus oder wenn ich da noch einen Weg zwischen mache? Also nicht so, sondern anders. Also wenn ich hier noch. Okay, ohne Weg. Okay. Hier war ja nur eine Frage. Gut, dann haben wir zumindest schon mal den Eingangsplatz. Es ist ja schon mal. Ist ja schon mal was. So. Ich neige ja dazu, dass meine Mitarbeiterwege immer hier hinten lang gehen. Ich glaube, da bleibe ich auch bei. Das Grüne werde ich auf jeden Fall bepflanzen. Stimmt, ich könnte auch hier dann mit solchen Wegen hier arbeiten. Das wäre ja eigentlich auch so. Darf ich das da grün. Also. Das. So, hier seht ihr das nicht, wenn ich da drauf zeige. Da so grün noch zwischen ist. Bis auf das ganze Grün hier. Würde das eigentlich auch gehen? Mach ich aber erstmal weg. Die Mitarbeiterwege mache ich ausnahmsweise mal hier. So. Aber. Nein.
Mal so. Und so. Und jetzt versuchen möglichst gerade. Ich glaube. Möglichst gerade. Sieht gerade aus. Gerade ist so langweilig. Nee, gerade ist toll. Es soll eine gewisse Struktur diesmal haben. Nicht so zusammengewürfelt. Es ist halt immer das Problem. Ich sehe halt auf YouTube wie auch auf Twitch so viele Leute, die das so richtig geil hinkriegen. Auch mit den Bergen und sowas und mit den ganzen Ebenen. Und dann sehe ich mir meine Zoos an und denke mir nur so, jo, das sieht aus wie hingeklatscht. So, als hätte ich irgendwas Schlechtes gegessen, raufgereiert und der Hund hätte das nochmal abgeschleckt. So ungefähr sieht mein Zoo aus. Und diesmal möchte ich das aber wirklich schön haben. Wir wollen einen schönen Zoo. Ja, muss doch nicht alles akkurat sein. Nee, das soll es ja auch nicht, aber es soll schon. Ne? So eine gewisse Linie darstellen. Der Hund. Ja, hör auf. Mir hat das gestern gereicht mit dem Hund. So. Mitarbeitergebäude. Da wir zu Anfang Geld sparen wollen, nehme ich erstmal nur die kleinen, also die ganz kleinen Dinger hier. Die kleinen und unfertigen. Was macht denn klein Cleo? Cleo geht soweit super. Wenn sie nicht gerade mal auf die Idee kommt, das Erbrochene von den Katzen aufzulecken. Weil man es zu spät gesehen hat. Sonst geht's ja klein super. So. Oh, ist das wieder komisch? Wieso wird doch nicht komisch? Hier und komisch werden? Niemals. Nein, wir haben nicht so viel Geld. Und Tierpflegerhütte. Keine Angst, das wird alles später größer gemacht. Hat hier jemand Kotze gesagt? Ja. So leicht, eventuell. Hier machen wir dann später noch so eine Wand hin. Also so eine Hecke oder sowas, damit man hier ja nicht rüber gucken kann. Das Ekligste, was ihr mal gemacht habt, war, sich in etwas Todesgewälzt. Eklig. Nee, Cleo ist gerne mal Exkremente von etwas. Sie neigt auch leider zur Zeit dazu, wieder Kot zu essen. Aber auch nur, wenn ihr was gegen den Strich geht. Ansonsten macht sie das eigentlich in der Regel nicht mehr. So, Mülleimer. So, das hier sollte doch relativ frühlingshaft aussehen, oder? So ein Blümchen und so, ne? Machen wir hier erstmal an die Sacken. Ich weiß, dass ich es vergessen werde. Blümchen und so, ja. Ganz, ganz viel Blümchen. So, und jetzt arbeiten wir, glaube ich, mal mit diesem Weg hier. Wir nehmen aber einen Achterweg. So.
Dann war einmal hier ein Weg lang. Nee, da, ich glaube, da möchte ich keinen Weg haben. Sieht das aus, wenn ich jetzt hier... Ja gut, dann kriege ich da aber keine Ecke hin, ne? Und so sieht es auch gut aus, glaube ich. Glaube ich. Das ist erstmal so der Grundriss der Wege. So. Dann würde ich sagen, hier kommt das erste Gehege hin oder die ersten zwei Gehege. Mal gucken. Jetzt ist die Frage, welches Tier könnten wir Richtung Frühling packen? Ich glaube, das hier, weiß ich, das sind, glaube ich, alles keine Frühlingstiere. Aber, ich glaube, ein Pfau? Pfau wäre doch. Ah. Pfau würde doch eigentlich zum Frühling passen. Weiße Löwen auch toll. Weiße Löwen kann man, wenn man Glück hat, glaube ich, hier auch irgendwie züchten, wenn man. Also wenn man Albinos irgendwie mit reinkriegt. Aber Löwen sind verdammt teuer. Das ist dann im Frühlingstier. Ja, ich weiß nicht, halt irgendwas, was halt so zum Frühling halt passt. Weil wie gesagt, zum Beispiel ein Eisbär wäre ja eher so, ne? Winter. Und ja. Zum Sommer, weiß ich nicht. Sommer wäre jetzt zum Beispiel. So eine Antilope oder ein Gepard. Halt was in der Wüste lebt, würde ich sagen. Das wäre so sowas für ein. Ne? Für ein Dings. Pfau passt. Okay. Dann gucken wir erstmal, ob wir einen Pfau finden. Für einen Pfau brauchen wir, glaube ich, nicht ganz so großes Gehege. Wir könnten ein begehbares Gehege daraus machen. Dass man hier so lang geht. Warte mal. Ich mache hier den einen Weg erstmal nochmal weg. Wie gehe ich am besten vor? Für einen Pfau reicht, meine ich, auch so eine Hecke. Dann machen wir es so einfach mal so. Länge der Hecke machen wir mal so. Da vorne können dann Blümsche hin. Das erstmal nur hier so. Der grobe Umriss. Huch, nein, nein, oh Scheiße, was hab ich denn jetzt gemacht? Bitte einmal zurück. So. Doch schöne Tiere. Ja, wir haben hier in der Nähe ja auch einen Vogelpark. Bei Walzrode müsste der, glaube ich, sein. So. Kann man eigentlich bei diesem Gehege auch. Okay, nein, kann man nicht. Ich werde das jetzt nicht komplett hier so machen. Ich werde dann zwischendurch nochmal Glasscheiben oder sowas mit reinsetzen, vielleicht. Oder halt wirklich ein begehbares Gehege machen. So. Ich weiß nicht, ob wir jetzt. Ne, wir sind nicht genau auf Linie. Aber dann machen wir hier einfach den Eingang für die Pfleger. Ist so nicht in seiner Verendung. Zahme voll knuffig. Ganz ehrlich, vor den Sträußen hätte ich echt Angst.
Bei Streusen hätte ich, glaube ich, wirklich etwas Schiss. Wenn ich ehrlich bin. So. Gästetor. Kann ich hier irgendwo ein Gästetor einfach so. Ja, hier in der Kurve. Wobei Gästetor sagt gerade nein. So, jetzt. Jetzt sagt Gästetor ja. So. Mal hier erstmal so hier lang. So. Und für hier drin machen wir dann einen schmaleren Weg. Aber ein natürlicher Weg. Das sieht scheiße aus, wenn ich so. So. Er passt doch, ne? Jetzt könnten wir. Nein, Barriere. Einmal. Damit man hier halt einmal so reingucken kann. Geht das? Ja. Also, kann man das so machen? Ja, Winnie Pooh Pooh ist was Böses. Ganz, ganz böse. So, und dann hier vielleicht das gleiche nochmal. Also, warte, hier. Vielleicht. Kann man zumindest einmal so von hier aus auch die Tiere beobachten. Wenn man nicht da rein möchte, für die Leute, die Angst vielleicht davor haben. Ich glaube kaum, dass das hier im Spiel so genau genommen wird, aber man weiß ja nie. So, zwischendurch bitte einmal speichern. Ich kenne das Spiel. So. Gut. Dann. Achso, wir sollten vielleicht auch erstmal noch ein paar Leute einstellen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ein Zoopfleger. Einen Tierpfleger. Einen Techniker. Einen Sicherheitsbeamten. Ja, da steht er jetzt. Nee, einen Ausbilder will ich nicht, aber einen Tierarzt. So. Jetzt haben wir die Leute. Können wir das schon mal machen? Dann. Wo ist hier überall Strom? Gut, hier ist überall Strom. Wasser ist hier natürlich noch nichts. Dann. Denikowski, machen wir einmal eine Bildschirmhalterung im Boden. Was? Ah, okay. Gut, das erklärt's. Könnten. Was hier machen? Das ist etwas sehr groß für die kleinen. Okay, da müsste dann aber noch eins reingepinnt werden. Bin nicht sicher, ob ich dafür die Halterung neu. Ja, die Halterungen sind neu. Die wurden jetzt neu eingefügt. So. So.
Achso, das kann ich ja noch nicht. Haben wir zum Beispiel mal eine Halterung. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch die Spendenbüchsen, wo auch immer die sich schon wieder da versteckt haben. Ich mache es einfach erstmal hier hin. Und an den Ein- und Ausgängen. So. Dann noch mal ein paar Mülleimer hier. Damit hier auch ja nichts verschmutzt wird. So. Und jetzt können wir nach dem V suchen. Jede Art blauer Pfau. Bestätigen. Und es gibt sogar welche. Es gibt sogar Albinos. Nehmen wir dich doch mal. Nehmen wir dich doch mal. Du bist mir zu teuer. Du bist mir auch zu teuer. Du bist ein normaler Pfau. Dich können wir auch nehmen. Okay. Aber du bist, glaube ich, schon zu alt. So, dann lassen wir das ganze Ding jetzt mal laufen. Achso. Ach! Ich brauche noch einen Gehegeeingang für unsere Mitarbeiter. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Das so. Willst du einen Gehegeeingang? So. Perfekt. Und jetzt sollte es ja. Jetzt sollten wir sie auswählen können. Sehr schön. Und da laufen sie auch schon los. Gehege. Filter. Art. Blauer Pfau. So, dann nehmen wir hier einmal eine Futterschüssel. Die Häuschen baue ich noch nicht selber, das machen wir dann später. Kümmern wir uns später drum. So. Einmal. Das ist etwas sehr groß. Machen wir die andere hier mal hin. Wenn ich im Bingo Buffen denke, wir können wieder durchfallen. Ja, da kommst du nicht dran vorbei. Bingo Buffen werden wir, wenn alles gut läuft, nachher vielleicht sehen. Noch. So, einmal. V. Dann was sind denn diese Bildschirmtafeln? Diese Bildschirmtafeln, da hast du wieder hier die Auswahl, was da für Tiere drin sind. Du kannst da aber auch, wie bei dem, was ich hier gerade mache, sowas hier einfügen jetzt. Dann machst du halt Werbung. Du kannst auch hier ein Video einfügen. Dann hast du da jetzt ein Video und das macht dir und das zeigt dann halt von diesem Milchshake zum Beispiel halt die Werbung von Cosmic Cow.
Da kannst du hier aus der ganzen Reihe alles auswählen. Dann hast du hier halt auch noch ganz normale Tiere. Die sind hier jetzt natürlich ja nicht drin. Ja, zweiter durch das Video. Ja, und dann hast du hier halt. Da kannst du zum Beispiel, glaube ich, dein eigenes. Oder du kannst eigene Bilder selber hochladen und dann da reinpacken, meine ich. Das sind dann halt diese hier. Und dann hast du hier halt ganz normal die Bilder. Ich möchte jetzt hier allerdings den blauen V. Blauen V? Wo ist mein Bengaltiger? Müssten die nicht Europa mit Blue heißen? Ich weiß nicht, was blauer V auf Spin. Ich könnte jetzt hier, glaube ich, stundenlang durchklicken. Wie gesagt, ich weiß leider den englischen Namen für blauer Pfau nicht. Eigentlich, wenn es mit Blue ist, müsste es eigentlich damit drin sein, aber. Ja, naja. Ne? Werde ich jetzt mich dumm und dämlich suchen. Ach, ja, wozu hat man Internet? Ne? Wozu hat man Internet? Okay, also eigentlich müsste es damit drin sein. Aber da gucke ich einfach mal nach dem anderen Links. Es müsste dann rein theoretisch irgendwo unten bei P sein. Nein, ist es aber auch nicht. Blue Packhawk heißt das, glaube ich. Wenn ich es gerade noch richtig in Erinnerung habe. Da ist aber nichts davon. Ein Blue Packhawk. Wie gesagt, wenn man den englischen Begriff weiß, ist das super. Aber. Blue Peacock, ja. Ja, oh, müsste eigentlich da irgendwo drin sein. Eigentlich bei B. Aber hier ist keiner vorhanden. Gibt es nicht. Gut. Standard. Huch. Wer wird sie wählen? Gehege. Gehege 1. Passt gerade irgendwie, ja. Ja, stimmt. Gut, dann machen wir das halt einfach anders. Oh Mann! Warum habe ich den Jumpscare mit reingepackt? Warum habe ich es nur? Und wir nehmen jetzt einfach hier sowas. der neue Jumpscare, den ich extra eingefügt habe. Ich glaube, er erfüllt seinen Zweck. Gut, dass es Stream 18 ist. Scheiße! Stimmt, das muss ich noch umstellen. Oh. Gut. Was? Ah, schön. Gut, das ist aus. Das ist. Lass mich. Ja, aber ich kann doch hier nicht immer nur Inhalte ab 18 machen. So. Nicht mehr ab 18. Später schalte ich es dann. Wobei. Nee, es sei denn, wir spielen eventuell. I got a bad feeling about this. Ich liebe meine neuen Alerts. Alter, was quetschen die sich irgendwie alle nach da vorne? Leute, ihr könnt doch weitergehen. Die fotografieren sich einfach mal gegenseitig.
Leute, ihr könnt auch rein und raus gehen. Ihr könnt hier auch einmal rumgehen. Wisst ihr das? Wisst ihr, dass ihr das könnt? Baby Yoda, Baby Yoda, Baby 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 Yoda. Jo. Monster kill. Machen wir das mal hier hin und wir machen mal das Ding woanders hin. Und dann aber nach da hinten. Das machen wir da einmal rein. Das machen wir da einmal rein. Dann haben sie hier hinten noch ein... Hier hinten noch ein Spielzeug. Ach, und Wasser brauchen sie noch, ne? Wir packen den einfach hier ausnahmsweise eine normale Wasserleitung rein. Und... Okay, warte, wir stellen einmal das... Hallo? Das hier stellen wir dann doch einmal nochmal um. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ich werde jetzt mal meine ganzen neuen Alerts ausprobiert. Ja, Leute, das will ich aber hier nicht umstellen. Ich will das... Leute, ich will das einzeln auswählen. Einzeln. Einzeln. Ja, ich will nicht... Ich will... Ja, genau das hier. Das will ich jetzt einmal weg. Das macht mir Ärger. So. Dann kommst du dahin und hier machen wir das Wasser hin. So. Sehr schön. Da kommen dann Felsen hin. Was zu verdecken. So. Läuft das schon mal gut? Leute, ihr könnt euch hier hinlacken! Ihr müsst doch nicht da hinten rum. Oder einmal immer da hinten durchgehen. Das ach, Mann. Das war nicht die Intention, das, was das hier werden soll. Jetzt machen wir hier einmal ein paar Bänke hin. Hier machen wir auch ein paar Bänke hin. Und hier würde ich sagen, machen wir auch ein paar. Ah, jetzt gehen da wenigstens mal welche rum. So, meine kleinen Süßen. Wie sieht es denn mit eurem Wohlbefinden aus? Mit eurem Wohlbefinden sieht es eigentlich ganz gut aus. Aber wir machen hier trotzdem noch mal ein bisschen Gehegegestaltung. So, einmal hier also kürzer zwischendrin. Um die Schlafplätze vielleicht so ein bisschen erdiger. Mm-hmm.
Hier ist auch noch ein Schlafplatz. Dann machen wir auch noch mal ein bisschen erdiger. Hier vielleicht auch so ein bisschen. So. Natur. Kontinent. Asien. Biome. Graslandschaft. Gemäßigt und Tropen. Muss man den Stern fangen? Ich gehe mal davon aus, dass man den Stern fangen muss. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja. Ich glaube, ihr müsst dann den Stern fangen. Und wer am meisten, oder wer, glaube ich, am häufigsten diesen Stern gefangen hat, der. Ne? Hat dann die Runde gewonnen. Meine ich. Gut, ich kann jetzt gerade nicht weiter reingucken, sonst müsste ich das hier einmal ausmachen. Ich kann leider nicht in die Einstellung reingehen. Aber ich meine, so müsste das eigentlich laufen. So muss es jetzt hier regnen. Also, Frühling. Das heißt, wir wollen es relativ bunt und blumig haben, ne? Ich ruhe aber mal ein bisschen vor, bis der Regen hier weg ist. Bunt und blumig. Also, bunt und blumig. Da können wir doch einmal hier... Einmal... Jetzt dürfte auch gerne wieder normal gehen. Wie, du brauchst keine Waschmaschine? Also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was man da kriegt. Ich glaube, man kriegt einfach gar nichts. Das ist einfach nur auf Spaß einer Freude. So. Achso, wir machen jetzt einmal hier wieder das einmal aus. Und setzen das hier einfach mal so rein. Damit das Ganze hier nicht ganz so kantig aussieht. Ich würde schon immer mal gar nichts haben. Du kriegst einen Hauch von gar nichts. Was wünschen Sie sich? Mir reicht ein Hauch von gar nichts. Wir könnten auch... Warte, das aus? Ja, warte mal. Können die denn da noch durchlaufen? Bestimmt, oder? Aus. Das sieht doch. Das sieht doch gut aus. Kann man da auch nicht ganz so reingucken. Warte, klappt das hier hinten auch? Bestimmt. Okay, dafür ist das ja schon wieder gut. Zoom und dann hier hinten einmal ran. Super, wir machen da jetzt auch mal was anderes. Ich mache das gleiche. So. Einmal auf die andere Seite vielleicht. So, was haben wir denn hier? Okay, das ist aber, glaube ich, eher. Das ist eher für Herbst. Für Herbst. Das sind so... Das hier. Kirschblüten. Kirschblüten passen doch. Blühen die nicht sogar im Frühjahr? Ja, doch tun sie. Aber gut, in Japan meine ich jetzt. Das ist bald die Kirschblütensaison.
So. Ich liebe es. Ich liebe diese Bäume. Oh, ich könnte davon 1000 im Garten haben. Oh Gott, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Das ist toll. Okay. Dann setzen wir hier ein paar Glöckchen mit rein. Wir machen so bunt, wie es geht. So frühlinghaft, wie es geht. Oh, scheiße, ich habe Junge gekriegt. Oh, Kacke. So, warte. Einmal durchnummerieren. Nummer 1. Nummer 2. Hatte ich nicht noch ein Weibchen? Ein ausgewachsenes? Ja. Genau hier. So. Die Männchen bitte einmal alle Hormone nehmen. Verhütung nehmen, so. Du bitte auch einmal. Dich brauche ich erstmal nicht. Damit ich ungefähr weiß, welche Tiere ich dann behalten darf. Behalte aber, glaube ich, nur die guten. Das heißt, du. Du. Und auch nur die Weibchen. Und dich behalte ich. Achso, und falls ihr irgendwie nach irgendeinem Tier benannt werden wollt, dann dürft ihr das auch gerne reinschreiben. Ich meine, falls irgendjemand Warzenschwein oder sowas sein möchte, immer her mit dem Namen. Oder falls ihr irgendwelche besonderen Tiernamen, Tierwünsche habt, könnt ihr auch gerne alles reinschreiben. Versuche, euren Wünschen gerecht zu werden. Ich will das Warzenschwein sein. Warte, gibt's überhaupt Schweine? Ich weiß gar nicht. Schafe. Bären. Kegelrobben. Lamas. Ein Tapir. Aber das ist kein Schwein. Ein Tapir ist kein Schwein. Ich glaube, sowas wie Schweine gibt es hier gerade noch nicht. Doch, Warzenschwein, doch, Warzenschwein, stimmt. Die gibt es. Das einzige Schwein.